Und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Oh yeah. Part 16. Nee, stimmt gar nicht. Entschuldigung, Part 17. Entschuldigung. Wir sind wieder in unserem schönen, gemütlichen Zuhause und gehen erstmal schlafen nach all dem Stress. Oh doch, meine Heizung ist warm. Weil mir gerade verdammt kalt ist irgendwie. Vor allem, ich renne den ganzen Tag mit kaum Klamotten rum und dann später mal, oh, mir ist kalt. So richtig behindert und so. 48. Nee. Doch, 48. Ha, ich bin gut. So. Nein. So. Diamanten! Oh yeah! Oh nee, Redstone kommt da unten auch noch rein, genau wie Lapis Lazuli. Ah, guck mal, da habe ich auch noch Lapis Lazuli. Das kann ja alles rein. Das brauche ich ja alles nicht. Moment, da war Kabel, der kommt in eine andere Kiste. Boah, wir haben schon fast einen Stack Knochen. Wird Zeit, dass ich mir eine Weizenfarm mache. Kabel, 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 Kabel. Und dass ich mir ein Pferd fange. Wir haben nur einen Samen. Oh, Pilze. 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 Pilzi Pilz. Meine Stimme. Mama, was ist mit dir los? Ich muss jetzt einfach einmal in die Ferne gucken, damit ich eine geile Bauidee bekomme. Habe ich Chance Loaden auf Fahr? Sichtweite weit, ja. Hallo, ich bin im Fernsehen. Hallo, Mama. Okay. Ja. Ich krieg halt, ja, ich kann kein Deutsch mehr. Ich krieg gerade keine Bauidee rein. Nee. F1. Ah, guck mal. Ich habe F3 gedrückt. Das ist natürlich falsch. Kaufen Sie jetzt die neuen Bauideen von Raffi, wenn er denn mal wieder welche hätte. Stattdessen springt und rennt er sinnlos um sein Haus herum. Bestellen Sie jetzt noch jetzt das neue Paket von Raffi. Besser als Sex. Das könnte ich mir echt so als Intro machen, so. Raffi. Besser als Sex. Es ist eine Überlegung wert. Ich glaube, ich mache mir da irgendwas. Ich wollte hier drüben noch meinen Ernteraum machen. Aber ich glaube, dass ich mir den dann komplett unter auch mein Lager mache, dass der halt ein bisschen größer wird, dass ich... Oder? Ich weiß nicht.
Ich hoffe, ich komme überhaupt auf der richtigen Höhe auch wieder raus. Ich bin nämlich ein bisschen tief. Fällt mir jetzt mal so spontan im Nachhinein auf. Hallo? Verdammt, ich war zu tief. Schummel ich halt mit Koble. Koble. Ich koble mir ein. Da kommt ein anderer Fußboden. Ich finde schade, dass es im normalen Modus die nicht mit Moos gibt. Das wäre ziemlich geil. So. War das jetzt? Ja, das war hier. Bin jetzt ungefähr hier runter. Das wird so meine Anfangsfarm. Meine spätere Farm wird noch größer. Macht euch da jetzt keine Sorgen, ja? So. Ich werde schon sehr viel aus diesem Projekt rausholen. Problem ist, jetzt am Anfang kann ich halt nur noch nicht meine Bauideen umsetzen, weil ich noch nicht die Rohstoffe habe. Wenn ich dann später noch jemanden mit hier im Let's Play habe, werde ich den auch einfach mal alleine losschicken. So, ja, besorg mir mal das und das und die Menge und so ein Kram, ne? Hm, guck mal, hier kann ich ja schon mal... Ich mag den Sound nicht. Ich mag viele Sachen nicht. Hallo. Tja. So, wie spät? Ne, der Part ist gerade mal so 6 Minuten ungefähr. Naja, ein bisschen mehr aber. Oder? Das passt ja mal gar nicht zu Minecraft, ey, aber das Lied, also ich find's gut, aber das passt nicht zum Let's Play, das ist viel zu hektisch. So. Bei 250 Abonnenten werde ich übrigens wieder ein Special machen. Das kann ich ja jetzt schon mal vorab sagen. Komm jetzt mal natürlich hier raus. Und zwar wird das ein. Sag ich jetzt noch nicht, was es wird. Es wird auf jeden Fall ein Speziale. Mit dir ganz viele tolle Leute. Hoffe ich. Okay, wenn ich ehrlich bin, ich habe noch nicht großartig was geplant. Ich habe ungefähr eine Idee, was ich machen will, aber ob sich das alles so umsetzen lässt, ist wieder mal die Frage. So, habe ich hier noch was? Nein, Moment, Stein war doch eh da. Oh, habe ich sogar noch viel, ey. Oh, ich bin so gut, Mann. Ich bin einfach zu gut für diese Welt. Ironie, by the way. Aber pst. Mit den drei Dias wollte ich sowieso eben gerade noch was machen. Ich brauche ja gleich noch ein Enchantment-Table und dafür brauche ich Obsidian.
Ja, und das kann ich halt nur mit einer Dia-Spitzhacke abbauen, wenn ich auch was rausbekommen will. Und oh, ich muss noch Schwert machen. So. Ich habe wieder ein Gesprächsthema. Ja, wie ihr sicherlich gemerkt hattet, habe ich was von der Battlefield 4 Beta gemacht. Und eigentlich hatte ich wirklich den Plan, mit Battlefield 4 richtig durchzustarten. Also Battlefield 4 in Kombi mit Minecraft, ne? Aber nach einer Zeit ist mir klar geworden, Ego-Shooter pissen mich nur noch an. Ist einfach so. Im Multiplayer, es geht mir nur noch auf die Nerven. Ich finde es unfair, es ist ziemlich unbalanced, größtenteils. Dann noch mein schlechter Ping. Und ja. Und deswegen werde ich erstmal aufhören, Ego-Shooter Multiplayer zu zocken. Ja. Ich habe das wirklich jahrelang gemacht. Ich bin damit quasi schon, ich sag mal in Anführungsstrichen, selber groß geworden. Ja. Ich weiß noch damals MW2 auf meinem ersten eigenen PC. Alter. Ich habe, wenn es hochkommt, bei auf einer Auflösung von 800x600 in HD. Ich kann kein Deutsch mehr. In einer Auflösung von 800x600 habe ich, wenn es hochkommt, mit 35 FPS gespielt. Und natürlich alles auf niedrig. Und trotzdem sah es einfach geil aus. Es ist dieses Typische, was jeder Junge mal durchmacht in seiner Jugend. Ego-Shooter. Aber ich fand es toll, dass meine Eltern damit keine Probleme hatten. Im Gegenteil. Ne, es war nicht mal MW2. Angefangen hat es mit... ich weiß gar nicht, hat's jetzt entweder hat es angefangen mit Star Wars Republic Commando. Habe ich auch noch ein altes Video auf meinem Kanal. Oder allerdings, es hat angefangen mit MW1. Es hat angefangen mit MW1, stimmt. Aber gesuchtet habe ich dann Star Wars Republic Commando, weil MW2 ich zu dem Moment noch nicht kannte. Da habe ich mal nach COD4 gesucht und dann bin ich damals auf Fearzone TV gestoßen, auf den guten alten Kashi und damals in Kombi noch mit dem Mr. Pacton. Ja. Also, das ist meine Jugend. Das ist irgendwie lustig. Auf der einen Seite bin ich ja selber noch ein Kind. Das merke ich jeden Tag wieder aufs Neue. Auch an meinem Verhalten. Ich verhalte mich alles andere als reif. Ich komme mit vielem auch nicht klar, aber... ich komme mit so Sachen nicht klar, mit denen würden Erwachsene, glaube ich, auch nicht klarkommen, aber... Das Problem ist, ich würde es euch auf der einen Seite echt gerne erzählen, was ich da jetzt genau mit meine, aber auf der anderen Seite, ich kann es nicht. Das sind so Sachen, die... Ihr kennt das. Ich kann euch mal ein Beispiel nennen. Euer bester Freund vertraut euch ein Geheimnis an. Würdet ihr es weitererzählen, wenn ihr ein richtiger, wahrer, bester Freund seid? Nein. Und so ungefähr ist das mit dem, was momentan bei mir los ist. Also. Aber ich finde, man sollte YouTube und Privatleben sowieso einen kleinen Ticken trennen. Also ich habe das schon zu stark ineinander involviert. Ich habe den falschen Boden. Oh, lachende Kinder. Lachende Kinder, ich mag keine Kinder. So, da habe ich hier noch Treppen, sehr schön. Ach nee, ich habe da ja Holztreppen, ne? Ja. Wofür habe ich denn dann die Stadt? Wofür habe ich mir die dann gemacht? Achso, für die Truhen, stimmt. Man kann ich die auch wieder wegpacken. Ich gehe jetzt mal kurz und runter und hole mir Obsidian. Ich brauche 4 Stück, glaube ich. Ne, ich brauche sowieso mehr. Ich brauche so um die 15 Stück, glaube ich. Ich baue... Und damit sehen wir uns im nächsten Part. Tschüssi.